Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und diesmal gibt es, seit schon längerer Zeit jetzt, ne? Ja. Ein Wir sprechen über Video. Und zwar wollen wir mit euch heute über Katharina Pollard-Jahns Zukunftsmusik sprechen. Und bleibt gerne dran, wenn es euch interessiert. Es hat sich nämlich eine liebe Zuschauerin gewünscht, dass wir über dieses Buch sprechen. Und das bietet sich auch wirklich bei dem Buch an. Da kann man auch gut drüber quatschen. Und dann nehmen wir diese Idee natürlich auch auf. Ja, wir haben jetzt die Zukunftsmusik hier von der Büchergilde Gutenberg. Die Version, die dort erschienen ist. Und ja, im Rahmen der Büchergilde-Kooperation bzw. Botschafterin, die wir sind, durften wir das Buch auch lesen. Mhm. Und ja, haben so einen Eindruck von diesem doch nicht so dicken Buch bekommen, weil es hat, glaube ich, tatsächlich nur 200 und Seiten. Ne? Ja, es hat nicht viel. Nee, noch nicht mal. 185. Mhm. Ein schmales Büchlein mit aber ordentlichem Inhalt. Richtig. Genau. Und wer dieses Format noch nicht kennt, das läuft immer so ab, dass wir am Anfang spoilerfrei über dieses Buch sprechen werden, genau. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, das wird hier mit Licht und Einblendung und Ton untermalt, wird gespoilert. Und wenn ihr das Buch dann gerne noch lesen möchtet, dann schaltet auf jeden Fall ab, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Wenn euch das egal ist oder wenn ihr gerne hören möchtet, über was wir da sprechen, dann dürft ihr natürlich gerne dranbleiben. Ja, genau. Ja, dann ist jetzt erstmal das Buch um. Mhm. Das heißt, wir reden erstmal allgemein über dieses Buch. Schauplatz dieses Romans ist eine Kommunalka, eine Gemeinschaftswohnung. Damals in der Sowjetunion waren diese Wohngemeinschaften tatsächlich staatlich verordnet. Also man konnte sich da nicht aussuchen, mit wem man zusammenlebt, sondern man bekam einfach eine Wohnung zugewiesen mit bestimmten Menschen. Mhm. Und das musste man dann so hinnehmen. Genau, die waren auch relativ klein, diese Wohnungen. Man hatte wirklich dann als Familie oder als Paar ein Zimmer. Es gab dann ein Gemeinschaftsbad, Gemeinschaftsküche und alles auf sehr engen Raum und alles sehr einheitlich. Genau. Genau. Der Roman selber spielt in den Stunden nach dem Tod des Generalsekretärs Tschernenkos am 11. März 1985. Also das ist schon ein Roman, der auf historischen Tatsachen basiert. Genau, und es spielt genau an einem Tag. Also dieses Buch spielt genau an einem Tag. Und dieser Tag ist auch so besonders, weil es so eine Art Wende auch in der russischen Geschichte ist, weil Gorbatschow jetzt zum Generalsekretär ernannt wird. Genau. Und deshalb ist das schon für viele auch ein hoffnungsgebender Tag, dass sich was ändert. Der Anfang vom Ende eines Systems eigentlich. Genau. Mhm. So ist es. Ja. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen vier Frauen. Und zwar ist das einmal die Großmutter Varvara. Sie ist 60 Jahre alt. Sie lebt dort mit ihrer Tochter Maria, die 45 Jahre alt ist. Deren Tochter Janka, 21. Und die wiederum hat auch eine Tochter. Und das ist Groschka mit 3 Jahren. Und diese Generation an Frauen lebt in einem Zimmer. Ja, genau. Und die ganze Zeit, herrscht eigentlich in diesem Buch so eine ambivalente Atmosphäre zwischen Stillstand, Resignation und Hoffnung und Neuanfang, finde ich. Also absolut. So, hast du gut zusammengefasst. So dazwischen irgendwo, ne? Also es sind alle irgendwie davon gepackt, ne? Ja. Und jede Frau verkörpert auch in dem Sinne irgendwas. Das können wir ja auch dann gleich nochmal im Spoiler-Teil ansprechen. Und ich finde auch das Cover, je länger ich auf dieses Cover geguckt habe, umso passender finde ich das auch zu dem Titel Zukunftsmusik, weil diese Linien sind so diese strikten Gleichen, es ist alles gleich, es muss alles gleich gehalten werden, für das System ja damals sprach. Und man hatte nicht so, man konnte seinen Träumen halt nicht so folgen. Ne? Ja, wenn man dann aber man weiß, was alles so möglich wäre. Genau, und wo das dann auch hinführt. Und dann mit den Wolken im Baum, ich finde, das ist ein sehr gut gewähltes Cover. Und Janka ist als junge Frau da auch eine ganz besondere Protagonistin. Sie arbeitet halt in einer Lampenfabrik, aber textet Musiktexte und spielt auch in einer Band, sie ist da Sängerin und es ist eine Punkband, mit der sie dann auch immer gerne auftreten will, was natürlich auch schwierig ist zu den Zeiten. Richtig. Mhm. Ja, es ist irgendwie
ein Generationenroman, der aber schon reich auch an Ironie und auch an einem gewissen Humor auch einfach ist. Dennoch ist er sehr subtil und feinsinnig irgendwo auch und sehr, sehr vielschichtig. Ne? Absolut. Man muss aber damit leben können, dass das Ende offen ist und dass es auch so, ja, so Traumweltelemente innehält. Ja, es geht so ein bisschen in die Magie, also magischer Realismus, genau. Am Ende, genau, Schluss geht so ins Fantastische über, so ein bisschen. Genau. Tut ja, es. Der magische Realismus wird da als Stilmittel irgendwie ausgeschöpft. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja, und mehr kann man eigentlich jetzt schon gar nicht mehr dazu sagen, ohne dass man jetzt zu sehr ins Detail geht, oder? Es ist halt ein Buch, was total nachdenklich macht, auch gerade in der heutigen Zeit, was die Autorin, glaube ich, bei Entstehung dieses Romans noch gar nicht so überblicken konnte, weil ja da halt auch der Ukraine-Krieg noch nicht losgetreten war, aber es ist irgendwo auch so ein Buch, was noch an Aktualität immer mehr gewinnt irgendwo, ne? Ja, ja. Was halt so ein politisches System macht mit einzelnen Individuen, die auch nicht individuell sein dürfen. Und das ist schon... Man hofft und bangt oder die ganze Zeit, das liegt die ganze Zeit über diesem Roman zwischen Hoffnung und Bang. Also immer dieses Wechselbad der Gefühle. Und ich glaube, dass viele Menschen auf der Welt das im Moment ziemlich nachempfinden können. Absolut, ja. Das denke ich auch. Ja. Ja, ja, es ist vielleicht auch ein Buch, was man noch sagen kann, was man vielleicht einfach auch mehrfach lesen muss oder mehrfach hören muss, um die Komplexität dieses ganzen Buches zu verstehen und zu sehen. Ja, das habe ich auch damals nach dem Lesen gedacht. Das ist ein Buch, was du echt nochmal lesen kannst. Und vielleicht auch so zwischen den Zeilen, was da schlummert, nochmal mehr zu packen, zu kriegen. Ne? Und was nochmal besonders wirkt. Das habe ich auch gedacht. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, mehr kann man über diesen kurzen Text eigentlich gar nicht sagen, um jetzt viel zu spoilern. Wir legen es euch auf jeden Fall ans Herz. Absolut. Und wenn ihr treu zuschaut, dann werdet ihr das Buch vielleicht auch bald wiedersehen. Genau, das können wir schon mal dazu sagen. Und dann würden wir jetzt ein bisschen losspoilern. Also die es nicht hören möchten, die schalten jetzt besser ab. Und für alle anderen gilt jetzt, dass wir über den kompletten Roman reden. Genau, und das Zeichen ist immer, dass Maike das Buch dann runternehmen darf. Richtig. Da-da-da. Ja, dann könnte man ja einfach mal über die Frauen, die ja hier auch im Mittelpunkt stehen, einfach mal sprechen. Mhm. Hattest du eine Favoritin? Nicht so komplett direkt. Mhm. Also ich hatte schon so den Eindruck, dass ich mich mit Maria am meisten identifizieren konnte, weil die so... die Frau dazwischen war. Und so fühle ich mich natürlich im Moment jetzt auch, also so was die Familie angeht, weil man hat seine Mutter noch, genau, Maria hat halt auch Varvara ja noch, und ich habe aber auch eine Tochter, gut, die hat jetzt noch selber kein Kind, aber ich konnte das so nachempfinden, also ging mir aber auch so, dass ich mich ihr am nächsten fühlte, so vom Alter vielleicht auch, ich glaube wegen dem Alter, ich habe mir so ein bisschen am Alter festgemacht, ja, vielleicht und auch die Lebenssituation, ja, habe genau. Ich auch so gedacht, sie arbeitet ja als Aufseherin im Museum. Und ich finde, sie ist auch so, nicht ambivalent ist der falsche Begriff, aber auf der einen Seite ist sie ja schon jemand, der treu beim System ist, da arbeitet, und der dort auch, glaube ich, das Schöne sehen kann, habe ich so überlegt. Aber auf der anderen Seite hat sie aber auch ganz viel Freude an so schönen neuen Dingen. Sie wird ja irgendwie immer versorgt von dieser einen Freundin mit neuen Klamotten. Ja. Und das lebt sie auch total aus. Ja, da hat sie ja ein Fable. Da hat sie einen absoluten Fable für, genau. Und und sie hat ja auch eine Geschichte hinter sich. Sie wurde ja von ihrem Mann verlassen, mit ihrer Tochter allein gelassen. Ja. Und im Grunde verbindet das die Frauen auch untereinander, miteinander. Weil ich habe halt auch so bei ihr so das Gefühl gehabt, sie ist die das auch so alles so zusammenhält, so ein bisschen. Absolut, das ging mir also auch so. Also ja, die alle Frauen auch noch so zusammenhält. Ja, also, weil auf der einen Seite unterstützt sie natürlich ihre Tochter mit der Erziehung von Kroschka. Ja, weil, absolut. Ne, sie holt sie aus der Krippe ab, guckt, dass sie dann auch genug Schlaf kriegt, die Mama, also die Janka. Ja. Und auf der anderen Seite hat sie aber auch noch, glaube ich, eine recht enge Verbindung zu ihrer Oma, ihrer Mutter. zur Varvara, die ja nach dem Tod ihres Mannes zu ihr gezogen ist. Und ich finde auch, so, sie hält
so das Grundgerüst Familie irgendwie zusammen. Ja. Finde ich auch. Barbara fand ich auch beeindruckend. Absolut. Weil sie ist ja pensionierte Hebamme, die immer noch in die Klinik geht und da immer noch so mal eben jemand entbindet, sag ich jetzt mal, ne? Und den jungen Hebammen zeigt, was die Alten so drauf haben. Das fand ich auch bewundernswert. Genau, an dem Tag entbindet sie auch bei einer 18-Jährigen das Kind, ne? Und hilft ihr da durch, weil das natürlich auch mit 18, ey, echt früh ist. Und ich habe so das Gefühl bei Barbara, dass die, aber die ist fein mit ihrer Situation. Ich habe schon das Gefühl, die ist angekommen, hat ja auch so ein Techtelmechtel am Laufen, ne? Genau. Wo sie auch mit, wo sie sich auch da wohlfühlt, aber das wird nicht groß an die Glocke gehangen. Ist schon so geheim. Ja, ja, ist so ein. Das ist doch auch der die Katze hat, oder? Ja. Die Gagarin heißt. Da musste ich auch so schmunzeln. Das ist ja der erste Astronaut, der russische auf dem Mond. So. Genau. Und da musste ich auch so schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ich so, ja, Gagarin. Wussten natürlich die Ossi-Kinder, wer das ist. Ich schätze mich nicht, okay. Ja. Und der hat doch diese Katze. Und ich schon so, Gagarin, geiler Name für eine Katze. Ja, aber das. Das ist ja das auch noch. Sie haben ja irgendwie doch alle, also sie leben auf so engem Raum alle zusammen und sie leben so eingepfercht im Endeffekt und doch hat jeder noch seine so seine Geheimnisse auch. Und seine Freiheit. Ne? Weil Maria techtelmechtelt ja auch so mit Matvey herum und fühlt dann eine Anziehungskraft im Nachbarn Matvey. Janka sucht natürlich ihre Freiheit in der Musik, versucht da irgendwie rauszukommen. Ja, die konnte ich am wenigsten nachvollziehen, aber ich glaube einfach, sie sollte ja auch sehr aneckend sein, dass sie so ihre Tochter auch vergisst und so im Kindergarten oder Krippe oder was auch immer das war. Ja. Aber ich glaube, das ist natürlich auch eine überspitzte Zeichnung. Was sie natürlich auf jeden Fall machen will, ist die Zensur da zu umgehen, indem sie dieses Küchenkonzert da, diese Quartiernik. Genau, ein Quartiernik veranstaltet. Das ist ja diese, waren ja diese Privatkonzerte, damit man halt singen konnte, was und man wollte. Texte singen konnte, die man wollte, die nicht irgendwie der Zensur unterliegen. Genau. Ja. Aber ich kann das schon verstehen, dass sie da nach. Ja, das ist so ihr. Sie ist die, die nach Aufbruch dürstet. Ja, also sie absolut. Ist so die, die diesen Aufbruch am meisten repräsentiert. Ne? Sie hat für sich zu wenig Zeit, sie hat zu wenig Zeit für Träume, das merkt man ihr auch an, sie ist sehr rastlos. Ja. Und sie ist ja auch die Person, die das mit diesen Traumwelten hat. Mhm. Ne? Genau, am Ende. Am Ende, genau. Ja. Das ist sie. Ja. Und wir wissen ja auch nicht, wer ist der Vater von Kroschka. Nee, das kommt ja irgendwie gar kommt nicht so gar nicht raus. Also ich denke, dass es irgendeiner aus dem Freundeskreis ist. Habe ich schon mal so gedacht. Sie hat ja mit mehreren was, ne? Deswegen wird es ja von denen einer sein. Aber da, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht weiß, wer es ist. Ich glaube schon, dass sie es weiß. Aber dass sie das halt nicht groß an die Glocke hängt, weil er wahrscheinlich kein Familienvater sein möchte. Und deshalb akzeptiert sie das vielleicht einfach so. Das glaube ich. Weiß ich nicht. Aber sie ist halt wirklich die Rastlosere. Das finde ich auch. Ja. Und dann gibt es ja diesen Freund. Wie hieß er jetzt? Ich habe schon wieder vergessen. Pavlo. Pavlo. Ich vergesse immer den Namen von ihm. Weil der ja auch nicht kommt. Der Pavlo kommt ja nicht. Der Pavlovschund. Da könnte man jetzt auch überlegen, ob das was zu tun hat damit. Nein. Der, das ist ja auch so ein guter Freund, der ja auch diese Gitarre ihr bringen soll, weil die ja kaputt war. Und der kommt ja die ganze Zeit nicht. Und ich zweifle bis zum Ende, dass der wirklich nicht gekommen ist. Und in dieser was ist das überhaupt, Untersuchung? Ja, das ist so eine Forschung. So eine Forschungseinrichtung. Einrichtung, ne? Wo die halt experimentieren und das auch mit Menschen. Ja. Stirbt ja einer. Ja, wo der Matvey arbeitet, der ja daneben wohnt. Ja. Ne? Und ich habe schon mal überlegt, weil das ja natürlich viel Geld gibt für so Studenten, gehen da ja meistens hin oder welche, die nicht noch jung sind. Und ich habe immer überlegt, ob das derjenige ist, der gestorben ist, ob das der Freund war. Das hatte ich halt direkt beim Lesen hatte ich diesen Gedanken, aber den hattest du gar nicht, ne? Ja, vielleicht bin ich auch so. Vielleicht spinne ich auch. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich das nicht so, also ich habe das nicht so verbunden. Nee. Vielleicht. Man findet auch in Rezensionen dazu überhaupt gar nichts. Der wird dann gar nicht erwähnt. Und deswegen. Wenn ihr das gelesen habt, schreibt das mal unbedingt. Ich weiß nicht, ob er das wohl sein soll. Weil er ja auch kein Geld hat und das wird auch so betont, dass das so gut bezahlt wird, aber weil es auch so gefährlich ist. Ich habe auch schon überlegt, was ist das denn wohl für ein Forschungsinstitut? Ja, ist das irgendwas mit der komisch. Mit so Astronauten, wo diese Schwerelosigkeit Ding?
weil es hörte sich auch irgendwie so an. Aber das sind halt so Sachen, die werden nur so angedeutet, die stehen so zwischen den Zeilen. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, was Maike auch vorhin sagte, wenn man so ein Buch zweimal oder dreimal liest, dass einem dann noch vieles noch mal deutlicher vor Augen geführt wird. Also, dass man das beim ersten Lesen vielleicht gar nicht so unbedingt erfassen kann. Mhm. Ne? Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Pavel heißt er nicht. Pavel. Pavlov. Pavel. Richtig. Pavel. Jetzt haben wir Pavlov gesagt. Jetzt haben wir Pavlov gesagt. Nee, der Pavel ist es. Ja. Der, am Ende ist er ja dann auch, da fliegt er aus dem Fenster davon. Eben. Ja. Und da habe ich für mich so gedacht, dann ist der auch gar nicht da. Tja. Und mit dem Wegfliegen habe ich so gedacht, ja, ich bin ja auch nicht so fit in magischem Realismus. Das war ja für mich auch der Kritikpunkt. Ja, ne? Ich bin da ja nicht so, ich bin da ja nicht so für. Also ich liebe das nicht unbedingt. Mhm. Also ich weiß es nicht. Also es ist für mich schwierig manchmal, weil da ist natürlich ein großes Interpretationsfeld. Absolut. Einfach da. Das ist ja das, was dem Leser dann auch überlassen wird. Ne? Was macht er da draus? Und man möchte einfach wissen, was meint denn die Autorin jetzt damit? Ja, ne? Das ist ja immer das, was beim magischen Realismus schwer manchmal auszuhalten ist, dass man nicht erfährt, was meint der hundertprozentig damit, derjenige, der das geschrieben hat. Ne? Aber diese Rakete, was ja auch so wieder Zukunft, nach oben, Freiheit, Luft, Tod, habe ich dann auch mit verbunden. Ich habe da ganz wild reininterpretiert, aber ich bin mir halt auch nicht sicher, ob es so ist. Deshalb, es ist halt schon ein echt offenes Ende. Das ist es einfach, aber auch ein hoffnungsbringendes Ende. Ich finde, wie Janka da so rausgeht, so in die Zukunft, man hofft für sie das Beste, man möchte, dass es auch gut geht, aber man kriegt die Garantie nicht dafür, dass es so ist. Mhm. Na? Ja, es ist, ja, ich weiß es nicht. Ja. Also, es ist ja auch ein Roman ohne wörtliche Rede. Mhm. Ja, stimmt. Ist es auch. Ne? Es ist ja so. Gibt ja keine Dialoge untereinander. Nee, gibt also es ja gibt nicht. Es, aber ja, ja. Ohne wörtliche Rede. Ja, halt genau, ohne quasi. Wörtliche Rede. Ja, ja. Genau. Und was ich auch immer fasziniert ist, sind diese Karisen, die nie da sind. Ja, die stimmt. Da ihren Topf immer auf dem Ofen haben und jeder isst da was von. Richtig, und die sind auch total befremdlich. Also die, ja, die, keiner das, will das mit denen was Fremden, zu tun haben. Das sind, das die, sind Fremden. Die Fremden, da möchte keiner was mit. Wo ich dann auch so gedacht habe, ne, das sind die, die ausgestoßen werden, obwohl man in der Gemeinschaft lebt. Ja, genau, und auch in so einer Unterkunft, ne, wo alles zugeteilt ist und alle gleich. Ja. Und ja, die kochen da immer und jeder findet auch, dass es lecker ist, weil jeder probiert dann da auch mal oder guckt auch mal in diese Töpfe. Aber man sieht die nicht. Nee. Das stimmt. Das ist so wie unsichtbar. Ja. Das sind ja, ja, man fragt sich halt auch, was sind Karisen? Ich habe das auch damals gegoogelt. So richtig was habe ich nicht. Aber es fühlt sich halt schon so an wie, ja, also nicht andere Klasse. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Schon, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. So, ja. So völlig Außenseiter, überhaupt nicht in der Gemeinschaft irgendwie präsent. Die sind ja auch nie da, wie du schon sagst. Alle essen das Essen, was lecker ist. Aber keiner sieht die. Die sind einfach nie präsent. Nee. Ja. Und es ist ja auch immer so, dass alles irgendwie nur so darüber schwebt. Also man geht ja nie so richtig in die Tiefe. Also es bleiben ja auch immer so Leerstellen einfach, die man nicht wirklich füllen kann, weil die nicht richtig beschrieben werden. Ja, genau, deswegen meine ich halt so zwischen den Zeilen oder dass man ganz viel Interpretationsspielraum einfach noch als Leser hat. Also das, ja, weil das so die Momente nur immer so skizziert. Ne? Ja. Das ist immer nur so ein Einblick. Ist ja auch nur ein Tag. Ja, ne? Ja, sicher, sicher. Das ist so der Punkt, ne? Wir haben gerade noch mal geguckt, Gagarin ist übrigens die Katze von Matvej. Wir haben jetzt vertan. Du! Ich habe mich vertan. Ja, das ist der Professor. Ja, ja, es ist halt wirklich, es ist wirklich ein ganz besonderes Buch einfach, ne? Ich fand ihre Sprache auch ganz, ganz besonders. Ja. Also wie sie so, wie sie uns da so durchführt. Ne? Ja, also auf der einen Seite ist es auch so ein bisschen düster, es ist so ein bisschen geheimnisvoll, aber dann immer diese Hoffnungstupfen dazwischen, das fand ich schon echt gut, hat mir richtig gut gefallen. Ja, und halt dieses Balancieren zwischen Aufbruch und Stehenbleiben. Mhm. Genau, dieses, das spürt man von der ersten Seite an in diesem Buch irgendwie. Ja. Ne? Also es ist wirklich so. Ist richtig gut. Also ich freue mich jetzt auch, dass ich das Buch noch habe mit den Löwen. Ja. Das ist ja auch von ihr und da freue ich mich auch schon echt drauf. Hier sind Löwen. Genau. Ja. Das habe ich auch noch im Regal stehen.
Und da bin ich sehr gespannt, wie sie da, was sie da gezaubert hat. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also wir können euch das durchweg empfehlen. Mhm. Und sind auch super gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr das schon gelesen habt. Also ja, weil schreibt das super gerne unten rein. Macht am besten Spoiler ganz groß, wenn ihr ins Detail geht. Und dann, weil ich wirklich glaube, ich muss das nochmal lesen, um mich da nochmal fokussieren. Also irgendwie, dass man die Person schon so weit kennt. Weil am Anfang, finde ich, ist es bei mir immer so, dass ich mit so russischen Namen oder auch wenn es andere Namen sind, aber die alle relativ gleich klingen, dass ich mir immer erst zuordnen muss, von wem ist jetzt überhaupt die Rede. Wo sind wir jetzt und gerade? Und wenn man das aber ja für sich schon geklärt hat, dann kann man sich ja manchmal viel mehr auf den Text konzentrieren und auf das Innere des Textes. Ja, ne? So geht es mir manchmal. Ja. Ja. Deswegen, das wäre echt ein Buch, was man nochmal lesen muss. Ja, auf jeden Fall. Genau. Deswegen sind wir sehr gespannt auf eure Meinung. Diskutiert gerne in den Kommentaren, wie gesagt, mit. Wie gesagt, Anja sagte schon, schreibt Spoiler drüber, falls jemand anderes noch mitliest und sich nicht spoilern lassen möchte. Genau. Und wir empfehlen euch von Herzen die Zukunftsmusik, um da mal reinzuschauen. Genau. Und dann habt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.